Versuch, des Menschen wieder in die richtige Bahn zu bekommen. Die andere Seite ist, es ist unheimlich viel Vertrauen dafür nötig, denn wir wissen, und was ich auch vorhin schon gesagt habe, diese Photonen lassen sich von der Psyche steuern oder steuern sich von der Psyche. Wenn ich kein Vertrauen zu meinem Behandler habe in dem Sinn, dann werde ich auch keinen Effekt erzielen in dem Bereich. Wir haben hier eine Dunkelmesskammer, in der die Photonemission von den Händen gemessen wird. Man kann hier deutlich sehen, in dem Bereich praktisch liegt ein Mensch in einer Dunkelkammer, absolute Dunkelheit. Man kriegt keinen photonenleeren Raum, das geht nicht. Dafür sorgt Heisenberg schon und auch die Hintergrundstrahlung. Der Mensch liegt praktisch hier drin oder gibt einfach seine Hand unter den Photomultiplier. Draußen sitzt ein Operator am PC oder ein Computermensch, der die Photonen praktisch abnimmt. Dieses System, diese Messkammer wird praktisch von einem Kühlungssystem runtergekühlt, nicht die komplette Messkammer, das wäre unmöglich, da könnte man keinen Menschen mehr da reinkriegen. Nur der Photomultiplier wird auf minus 25 Grad gekühlt, aus dem einfachen Grund, die Hintergrundstrahlung so weit wie möglich auszulöschen. Was wir messen, ist die Delayed Lumineszenz und die Spontanemission. Delayed Lumineszenz meint Folgendes, wir haben die verzögerte Lumineszenz oder die Abgabe von Licht nach Eingabe von Licht. Wir bestrahlen praktisch den Körper und messen, was gibt der Körper von sich aus wieder ab. Was wir hier gezeigt haben, ist eine Pflanze. Pflanzen strahlen grundsätzlich viel, viel höher als Menschen. Menschen strahlen sehr gering, das macht die Kohärenz aus. Wir brauchen auch diese Photonen, um uns selbst zu organisieren, um diesen Stoffwechselprozess funktionieren zu lassen, um diese chemischen Reaktionen praktisch auszulösen. Dementsprechend nehmen wir Licht auf, organisieren unseren Körper und geben nur geringfügig Licht wieder ab. Spontanemission ist in dem Bereich, das ist, was der Körper von sich aus abstrahlt, das ist grundsätzlich relativ wenig und wir schauen uns auch an, wie die Speicherfähigkeit des Systems ist über die Delayed Lumineszenz, wie stark, wie viel Licht wird wirklich gespeichert im Körper. Man kann dazu sagen, diese Speicherfähigkeit gibt uns auch Auskunft über die Kohärenzfähigkeit des Systems. Wie viel Licht kann gespeichert werden, wie viel Licht nimmt der Körper auf, um sich wirklich zu organisieren, um sich wirklich zu reorganisieren. Wir haben hier Acetabularia unter einem einfachen Restlichtverstärker. Ein Restlichtverstärker ist nicht so sensitiv wie ein Photomultiplier. Man kann sagen, so ein Restlichtverstärker kann eine Kerze aus 2 Kilometer Entfernung noch sehen. Unser Photomultiplier kann eine Kerze im Dunkeln aus 20 Kilometer Entfernung noch sehen. Man sieht hier diese Acetabularia, also einfache Algen in dem Sinn, Schirmalgen in dem Fall, die dieses Leuchten zeigen. Die Photonemission der Hände kann man hier auch sehen. Interessant fand ich damals immer die Strahlung gerade an den Fingernägeln. Mir hat mal ein Arzt gesagt, man entgiftet über die Fingernägel. Also dementsprechend kann man sagen, die Strahlung, die ich nicht mehr brauche, oder besonders Strahlung, die ich wenig nötig habe, wird besonders emittiert, gerade an den Fingernägeln in dem Fall. Das hier ist ein Delayed Lumineszenz-Bild von Van Wyck Kobayashi im japanischen Institut. Hier ist eine Möglichkeit geschaffen worden, praktisch die Photonenemission zu sehen. Durch CCD-Kameras ist das möglich, aber auch durch eine Wand, die gebaut wurde, wo man sich hinten dran stellen kann. Und dann kann man direkt sehen, wie ist die Photonenstrahlung nach Lichtanregung. Ganz deutlich muss man hier sagen, das ist nach Lichtanregung. Wenn ich hier eine Messung machen würde, ohne Lichtanregung, würde ich gar nichts sehen. An 120 Patienten wurde getestet, was am meisten strahlt des Körpers. Wir haben hier den Oberkörper, den Kopfbereich und den Handbereich. Und man sieht hier deutlich, dass die Hand am meisten strahlt. Also gerade die besondere, die Besonderheit der Hand ist, dass sie einfach enorm viel Photonenemission hat. Jetzt kann man sagen, die Handinnenfläche, wenn ich dorsal eher an die Fingernägel gehe und an den Fingernägeln messe, dann habe ich hier wahrscheinlich eher eine höhere Strahlung als vorher.
Das ist interessant, gerade wenn man auf in die Richtung Heilung geht, dass gerade die Hände, wenn man von Handauflegen spricht, gerade die Hände diese hohe Photonemission liefern. Und das wiederum macht es auch möglich, diese Hypothesen zu stellen, dass wirklich die Hände in der Lage sind, Menschen zu heilen durch die Übereinstimmung, durch die Überlagerung von gewissen Wellenlängen und dann wieder um konstruktive oder destruktive Interferenzen zu schaffen, um den Menschen wieder in Heilung zu bringen. Interessant war auch hier, dass andere Möglichkeiten der Meditation und traditionelle Meditations-Practitioners getestet wurden. Und man hat gesehen, dass gerade die Meditation hier eine niedrigere Photonemission bringt als normale Menschen. Das wiederum zeigt, dass der Meditierende die Möglichkeit hat, seine Photonenemission noch stärker zu speichern. Das heißt, er ist in der Lage, sein Organisationsprinzip wirklich auf das Minimum zu beschränken und einfach nicht alles abzugeben, sondern sich wirklich in sich zu kehren und seine Photonenemission auch in sich zu halten. Wir haben noch andere Möglichkeiten der Photonenemissionsmessung. Das ist ein Photomultiplier. Er hat 16 Kammern. Hier kann man Lebensmittelqualitätsanalysen machen. Wir sind auch stark in dem Bereich Lebensmittelqualitätsanalyse. In Österreich Rewe zum Beispiel, eine große Supermarktkette in Deutschland und auch in Österreich, hat sich dieses Gerät zugelegt, um ihre Lebensmittelqualität auch wirklich zu testen und zu schauen, welche Möglichkeiten hat man denn mit Hilfe der Photonenemission. Wir haben hier einen Test, die Messung von Eigelb, von Käfig und freilaufenden Hühnern. Zuerst wurden die Hühner alle im Käfig, sind alle im Käfig aufgewachsen. Man hat hier die Messungen gemacht, man sieht hier keinen großen Unterschied. Von 21 bis Tag 1 wurden die Hühner zusammen in einem Käfig gesperrt. Nach Tag 1, also ab dem Bereich praktisch, wurde ein Teil der Hühner zu freilaufenden Hühnern, also sie wurden rausgelassen, und der andere Teil blieb weiterhin im Käfig. Man sieht hier deutlich den Unterschied der Photonenemission mit der Zeit. Also das Eigelb strahlt eindeutig mehr von den freilaufenden Hühnern als von den Käfigeiern. Also hier ist deutlich ein Unterschied auch erkennbar. Nochmal zu den Biophotonen. Biophotonen sind kohärente Lichtquanten. Die Messungen werden im Spektralbereich zwischen 800 und 200 Nanometer durchgeführt, also im kompletten Planck'schen Spektrum. Das heißt im sichtbaren Bereich, also auch das Spektrum, was uns die Sonne liefert. Es wird eine ultraschwache Intensität gemessen bei Raumtemperatur zwischen 1 und 100.000, inzwischen 100.000 Photonen pro Sekunde. Und Biophotonen sind auch von der Biolumineszenz deutlich zu unterscheiden. Biolumineszenz ist eine chemische Reaktion, die auch durch Biophotonen praktisch ausgelöst wird. Was hat das Ganze mit Krankheit zu tun? Biophotonen tragen Informationen von Zelle zu Zelle. Die Regulation, die Grundregulation, der Stoffwechsel, alle chemischen Prozesse, die wir haben, werden gesteuert von Biophotonen. Biophotonen, muss ich auch dazu sagen, sind Photonen aus biologischen Systemen. Also sie sind nicht herstellbar durch irgendwelche Geräte. Wenn jemand kommt und sagt, wir haben ein Gerät, woraus Biophotonen kommen, dann ist das meistens unseriös und auch wirklich zur Seite zu stellen. Krankheiten sind stets Störungen unseres Regulationssystems und entstehen aus Fehlinformationen durch äußere sowie innere Einflüsse. Wir haben am Anfang schon gehört, die Psyche ist in der Lage, unsere Photonenemission zu ändern. Das meint auch, dass wir auch durch unsere Psyche Krankheit beeinflussen können. Wir sind hier am Psychomedizin-Kongress, also denke ich, passt das ganz gut, wenn man sagt, die Depression zum Beispiel ist in der Lage, die Photonenemission, Fehlinformationen zu liefern, dass Krankheiten entstehen können. 100.000 chemische Reaktionen, das habe ich schon zu Anfang gesagt, Auslöser dieser Reaktion sind die Biophotonen, aber man braucht keine 100.000 Biophotonen, um auch 100.000 chemische Reaktionen entstehen zu lassen. Es langen 5 Photonen in dem Fall zum Beispiel. Die Sache ist, die Kohärenz, die Quantenkohärenz macht es möglich, dass einfach das Gesamtsystem informiert wird und nicht nur ein kleiner Teil. Diese Quantenkohärenz ist auch ein großer Teil der Photosynthese bei Pflanzen, ist in der Berkeley University in Amerika vor kurzem letztes Jahr herausgefunden worden. Andere Möglichkeiten zum Nachweis der Kohärenz, denn nicht jeder kann sich einen Photomultiplier in die Praxis stellen, will ich mal so sagen, ist die Regulationsdiagnose.
Die Regulationsdiagnose geht auf die Hautleitfähigkeit über. Wir messen 1000 Punkte der Hautleitfähigkeit und tragen die zu ihrer Häufigkeit auf. Das Weber-Fechner-Gesetz, was ich jetzt erkläre, jetzt wird es ein bisschen mathematisch, ist die Empfindung wird praktisch in Logarithmen gezeigt. Wir sehen hier, die Empfindung ist von der jeweiligen Art des Reizes mal den Logarithmus aus dem Reiz.